800 Zinssenkungen gab es ungefähr global seit der Lehman-Pleite. Das bedeutet für Anleger und Investoren auch, dass viele Anlagemöglichkeiten weggebrochen sind und mehr Risiko nötig ist. Kommen da noch 14.000 DAX-Punkte zustande, wo neue Risiken jetzt aufgetaucht sind? Fragen wir Markus Landau von der DZ Bank. Schönen guten Tag, Herr Landau. Schönen guten Tag. Ja, fangen wir mal mit der aktuellen Lage an. Berichtssaison, die läuft ja eigentlich ganz gut, vor allem in den USA. In Europa performen vor allem Versorger, Konsumgüter, Finanzwerte. Ändert sich das mit Corona, vor allem mit Blick aufs zweite Quartal? Also die Haupttriebfeder für den schon seit 11 Jahren anhaltenden Bullenmarkt liegt hauptsächlich bei den Notenbanken. Wir haben niedrige Zinsen, expansive Geldpolitik und mangelnde Alternativen. Und die zwei Faktoren wie mangelnde Alternativen und niedrige Zinsen werden natürlich den Markt in den nächsten Jahren nicht weiterhin unendlich tragen können. Deswegen kommt jetzt das Thema Coronavirus auch wirklich akut dazu. Und es ist eben so, dass es hoch ansteckend ist für Menschen. Und wir haben uns lange gefragt, jetzt auch die letzten Monate, ist es ansteckend für die Märkte? Und es war lange an den Märkten als Non-Event bezeichnet worden. Und jetzt kommen so langsam die Warnzeichen. Und zum einen hat die Bundesbank davor gewarnt im letzten Report. Zum anderen kamen jetzt nicht so tolle Zahlen von Apple. Umsatzgewinnwarnungen, wo einfach man auch sieht, das ist nur ein Vorreiter. Da wird eine Puma, da werden wirklich internationale Firmen wie Adidas, Puma weiter dazukommen. Die Firmen oder die Fabriken haben stillgestanden. Die Shops waren geschlossen bei Apple. Und so ist es einfach wirklich schwierig, da die Produktion wieder anzuwerfen. Und da ist man wirklich hinten dran. Und es trifft auch die Automobilbranche. Denn die hat natürlich auch Absatzeinbußen in China zu verzeichnen. Und die Automobilmesse in Peking ist ja jetzt auch erstmal verschoben worden. Aber auch in Barcelona, die Mobilfunkmesse ist abgesagt worden. Also es betrifft wirklich, Corona betrifft wirklich das ganze Spektrum. Ja. Und wir werden da noch einige böse Erwartungen sehen. China geht im Moment noch davon aus, dass es 6% Wirtschaftswachstum erreichbar sind, Pi mal Daumen. Die Notenbank dort tut viel dafür, die Regierung auch. So in den USA und in der Eurozone halten sich die Notenbanken noch zurück. Wird das so bleiben können? Also, es ist in der Tat so, dass die Anleger weiterhin in Aktien investieren, weil sie einfach wissen, dass die Notenbanken Spalier stehen und auch eingreifen können und auch werden. Und auch China hat ja gesagt, dass sie ein großes Stimuluspaket auf den Weg bringen werden, um die Märkte zu schützen. Also es wird wirklich schwer sein, das Ganze so aufrechtzuerhalten. Und man sieht ja auch teilweise international jetzt oder besonders in Deutschland, dass auch so ein bisschen die Realwirtschaft abgekoppelt ist von den Fundamentaldaten. Also wir sehen in Deutschland, dass die Dividendenausschüttungen in diesem Jahr zurückfallen werden. Und es gibt natürlich da einige Ausnahmen wie Daimler. Ja? Da haben wir natürlich schon länger ein Thema. Da haben wir Dieselgate, die Dieselgate-Affäre. Da braucht man massive Investitionen, die man tätigen muss. Und deswegen kürzt man hier die Dividende. Also ja, die Anleger glauben wirklich, dass da nichts passieren kann, weil die Notenbanken einfach so stark sind, dahinter stehen. Aber wir werden sehen, wenn die Umsatzwarnung, Gewinnwarnung sich bewahrheiten bei mehreren Firmen im Quartal 1, dann, glaube ich, wird auch die Börse da große Fragezeichen hintermachen und die Angstwarnzeichen nehmen zu. Ist die niedrigere Dividendenzahlung, die jetzt für die neue Dividendensaison ansteht, abgesehen von Fällen wie Daimler, ein Warnsignal oder einfach mal auch ein Zurück zur Normalität? Ja, es ist so, dass das eine Art Warnsignal ist und das, was ich gerade eben angesprochen hatte, die Realität und wirklich die Fundamentaldaten sind auseinandergedriftet und sehr, sehr stark. Es hat eine ziemlich breite Auseinanderdriftung gegeben. Und das ist ein erstes Anzeichen auf jeden Fall in die Richtung, man sollte mal nachdenken, wie es mit dem Markt weitergeht und nicht einfach unendlich in den Markt reinkaufen und denken, alles bleibt gut. Also es sind viele Faktoren, die momentan so ein bisschen noch unter den Teppich gekehrt werden. Wir haben jetzt im Moment einen DAX, der für viele Exportunternehmen steht, für viele Unternehmen, die nach China gerade exportieren. Und er ist inzwischen, Sie sagten es bereits,
die Börse läuft überwiegend, ist teurer geworden. Wir haben jetzt einen KGV von 14, 15. Das ist deutlich mehr als im Schnitt der vergangenen 15 Jahre. Nur ist die Wirtschaft über die Zeit auch eine andere geworden. Aber wie bewerten Aktionäre das derzeit? Und ist das eine realistische Bewertung, wenn man schaut, wie das Gewinnwachstum der Unternehmen ist? Noch war es zweistellig oft für 2019. Vor allem in den USA lief die Berichtssaison ganz gut. Aber ist das das, was ausreicht für den Moment? Also in Amerika, man muss ja sich das genau anschauen, in Amerika ist es so, dass das Gewinnwachstum her hauptsächlich durch die Technologiewerte getrieben ist. Und auch Tesla wird ja in diese Kategorie reingepackt. Das ist ja eigentlich ein Automobilunternehmen, eher so eine Twitter-Funktion. Also Technologie treibt die Märkte in Amerika. In Deutschland haben wir diese Technologiewerte nicht wirklich. Da fehlt einiges. Da haben wir eine SAP. Das ist das Einzige, was dann so da einfallen würde. Und wir werden schon sehen, dass beim DAX, beim Industrieindex, dass wir da die aktuellen Probleme nicht ganz auspreisen können und dass wir da noch einiges sehen werden, weil eben Technologie hier Werte nicht so vorhanden sind. Und deswegen haben wir von der DZ-Bank-Seite auf Jahressicht, Jahresendsicht 2020, sehen wir den DAX per Prognose bei 13.200 Punkten. Das sind schon einige Prozente unter dem aktuellen Level, also eher konservativ. Da war ja Corona noch gar nicht mit reingerechnet sozusagen. Das ist richtig. Und da ging es wirklich hauptsächlich darum, wie weit ist der Drift zwischen Realität und Fundamentaldaten. Das war das bisherige, was man eingepreist hat. Und da will ich nicht ausschließen, dass wenn Corona noch länger andauert, weil es ist ja auch unklar, wie lang dieser Virus, wann er eingedämmt werden kann und wie es da weitergeht, da gibt es ja täglich neue Zahlen, kann es schon sein, dass die Prognose nochmal nach unten korrigiert wird unsererseits. Also das steht alles noch in den Sternen. Derzeit 13.200, eher konservativ. Okay, nun sind US-Aktien grundsätzlich noch höher bewertet als deutsche Aktien. Die US-Märkte deutlich weiter gelaufen. Nun ist US-Wahljahr und eigentlich sind Wahljahre oft gute Börsenjahre. Man muss nur unterscheiden zwischen demokratischen und republikanischen Regierungen. Und Republikaner gelten als etwas kapitalmarktaffiner. Aber die historisch beste Performance haben so demokratische Präsidenten gehabt. Ändert sich das jetzt mit Donald Trump? Es war eine ganz starke erste Börsenperiode bis dato in seiner Amtszeit, die schon davor. Ändert das im Moment die Wahrscheinlichkeiten? Also Donald Trump wird in der Tat alles tun, um diese Börsenperformance der letzten Jahre für sich zu proklamieren und auch für seinen Politikstil das Ganze zu vereinnahmen und es auch in diesem Wahljahr spielen. Was nach der Wahl passiert, wird abzuwarten bleiben. Es kann eine Abkühlung geben danach. Es kann auch sein, wenn sich gewisse Faktoren oder Unsicherheiten verschärfen, dass auch die Fed noch mal ran muss. Dass wir da auch noch mal den Geldhahn aufdrehen müssen. Es gibt da noch mehr Potenzial als in Europa. Aber klar ist momentan auch, dass beim Anlaufen des Wahlkampfes die Demokraten eher so ein bisschen in ihrer eigenen Suppe kochen, ihre Probleme haben und Donald Trump ganz gut dasteht aktuell. Wenn Michael Bloomberg dazu stößt, das soll ja, glaube ich, im März der Fall sein, dann kann sich das Blatt noch mal wenden. Aber wie Sie es schon richtig gesagt haben, normalerweise sind republikanisch regierte Wahljahre, Nachwahljahre eher schwach. Aber Donald Trump hat uns eigentlich gezeigt, dass es auch anders geht. Und dazu hat er Konjunkturprogramme auf den Weg gebracht, Steuersenkungsprogramme. Also nicht ganz so schlecht für ihn. Ja. Börsentechnisch kann er da sich schon auf die Schultern klopfen. Ja. Muss man sich dennoch schon jetzt Alternativen zu deutschen und zu US-Aktien suchen? Und wo sucht man, wenn man es braucht? Das ist sehr schwierig zu beantworten. Also es geht eigentlich keinen Weg, wenn man in den Aktienmärkten präsent sein möchte, an Amerika vorbei, ein Stück weit auch Europa, aber Amerika aus den besagten Gründen eben. Ja, Gold ist immer gut für die Beimischung. Das nimmt man standardmäßig immer dazu. Was auch gut ist, sind Sachwerte, Immobilien, aber die werden auch immer teurer. Vielleicht sollte man dann vielleicht mal einen Fokus auf die Immobilienaktien werfen. Ist ja schon auch passiert, also Deutsche Wohnen oder Vonovia hier in Deutschland. Was man meiden sollte derzeit, sind schon Zyklika, Automobil und Chemie. Die haben schon einen auf die Mütze bekommen und jetzt durch Corona wird es nicht besser. Und natürlich auch, wir sind hier heute im Zertifikate aktuell.
Zertifikate sind natürlich in solchen Marktphasen und bei diesen Rahmenbedingungen interessante Möglichkeiten, da Geld zu diversifizieren, beizumischen und da auch zu investieren. Markus Landau, vielen Dank. Ja, 13.200 DAX-Punkte, das ist die Jahresprognose der DZ-Bank. Da ist Corona noch gar nicht mit drin. Im Moment ist einfach trotz stark laufender US-Börsen ein wenig Vorsicht angesagt. Automobilwerte, Konsumwerte, Zyklika, das sind Titel, die im Moment so ein bisschen kritisch betrachtet werden. Markus Landau sagt, Gold ist eine gute Beimischung. Letztendlich führt an diesem starken US-Markt kein Weg dran vorbei.